YouTube und letzte kommt zu einer neuen Comic-Review von mir. Diesmal dabei habe ich aus dem DC Rebirth Hell John und das Green Lantern Corps in den ersten Paperbacks mit den ersten vier US-Heften drin. Das ist jetzt die zweite Serie, die aktuell im DC Rebirth läuft. Die erste Serie heißt ja Green Lanterns und ist mit Simon Best und mit, ich vergesse den Namen von ihr immer, ihr wisst, die ehemalige Power-Ring-Trägerin, jetzt Green Lantern-Ring-Trägerin. Und ist eher so eine Serie, so eine Noob-Serie, sag ich mal, von daher, weil es bei, oder Rookie-Serie, weil die beiden auch recht unerfahren sind. Und dann nimmt mich so ein bisschen an den ganzen Kyle Reiners Run aus den 90ern, hat so die gleiche Art, sag ich mal, weil die beiden halt ein bisschen viel Erfahrung haben, weil sie noch damit umgehen müssen, mit den Ringen zu arbeiten und. Macht Spaß, die Serie, und ist, ja, sagen wir mal so, auf dem Niveau der 90er-Serie. Dann ist das hier die zweite Serie, Hell John und das Green Lantern Corps, und davon habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Die erste Serie macht mir zwar sehr viel Spaß, bloß das hier wird dann ja so der Kern sein, allein schon, weil Hell John und Green Lantern Corps auf dem Cover draufsteht. Und man wurde ja aus den New 52 mit ein paar Fragezeichen, was die Lanterns betrifft, zurückgelassen, weil die ja alle verschollen waren. Dann sind sie alle wieder durch so einen komischen Tunnelblick, Lichtdings zurückgelangt. Man wusste nicht, was mit ihnen passiert ist. Jetzt in diesem Band erfährt man endlich, was mit denen passiert ist. Genauso sieht man, wie es mit Parallax bzw. mit Sinestro weitergeht, der ja seinen Korps wieder auferstehen lassen hat. Und der davon profitieren möchte, dass aktuell die Lanterns nicht mehr im Universum existent sind oder beziehungsweise er geht davon aus, dass sie nicht mehr da sind. Und beansprucht für sich hier die Ordnung zu übernehmen aus dem ganzen Universum, also den Platz einzunehmen, den das Green Lantern Corps vorher hatte, und schickt seine ganzen Schergen dazu los, Angst im ganzen Universum zu verbreiten. Auf der anderen Seite sieht man Hal Jordan, der wieder aus seinem Exil zurückkehrt und sich mit seiner letzten Energie aus dieser Batterie, die er bei sich geschleppt hat, seinen Ring wieder zurückschmiedet und dann in den Kampf gegen das Sinestro Corps reinzieht. Auf der anderen Seite sieht man dann Guy Gardner mit dem restlichen Corps, was mit denen passiert ist, erfährt man so ein bisschen, und man sieht auf jeden Fall, wo sie jetzt wieder sind im aktuellen DC Rebirth, und es werden ein paar Fragen beantwortet, aber nicht so viele, so dass man interessiert genug ist, da dran zu bleiben. Und ich sag mal, die Serie fühlt sich für mich mit dem ersten Band genauso stark an, wie der Auftakt in New 52 unter Geoff Johns und bei den Lanterns war. Und die Autoren machen wieder alles richtig. Die Serien sind anscheinend, anstatt sie zu vernetzen, hat man einfach aus Hell Jordan oder beziehungsweise aus der normalen Green Lantern Serie und der Corps Serie eine Serie gemacht. Und ich finde das eine Entscheidung, die sehr gut gelungen ist. Ich sag mal, dass jetzt Simon Best und die ehemalige Power-Trägerin, ich nenne sie jetzt einfach mal so, ausgesiedelt hat in Green Lanterns und die so ihr Ding auf der Erde machen, das macht seinen Sinn. So hat man seine Erden-Lanterns und hat auch coole Geschichten, die man mit denen erzählen kann. Ich sag mal, Kyle Reiner 90er auf der Erde war auch meistens auf der Erde. Das hat gut gepasst. Und das ist eine Dynamik, die einfach sehr stimmig ist und die auch zu Green Lantern irgendwo dazugehört. Geoff Johns hat dann aber während seines Runs gezeigt, wie fett es ist, wenn man dieses ganze Green Lantern-Ding einfach ins Weltall reinschickt, die ganzen anderen Korps mit drin spielen lässt und dann dieses ganze Ding. Man könnte ja eigentlich auch hingehen und aus diesen ganzen Lantern Ding, Story, Ding und hast du nicht gesehen, ein ganzes eigenes Comic-Universum erschaffen und hätte genug Vielfalt an Charakteren und allem Möglichen dran, dass man insgesamt immer noch größer wäre wie Weiland und so weiter. Also das ist total krass, was man da alles an Geschichten erzählt bekommen hat in den letzten paar Jahren und was da im Prinzip noch alles möglich ist. Und ich finde es cool, dass jetzt so die Hauptserie Hell John und Green Lantern Corps heißt und dass das ein bisschen mehr eine Serie zum Mittelpunkt des Lantern-Universums wird und alles, was jetzt nur rund erscheinen wird, denke ich mal so, wäre das, was man lesen kann, aber nicht unbedingt lesen muss, weil der eigentliche Lanterns-Camp hier drin erzählt wird. Den Eindruck habe ich zumindest bis jetzt. Ihr hört es wahrscheinlich schon raus, ich bin gnadenlos begeistert. Das Ding hat mich komplett abgeholt. Dazu kommt noch, dass Even Van Sky war einer meiner absoluten Lieblingszeichner, das erste Heft hier drin gezeichnet hat, also dieses Rebirth-Spezial. Danach wird der abgelöst von einem Zeichner, der auch sehr guten Job macht, allerdings nicht ganz so gut wie Even Van Sky war. Und zwar ist der ganze Rafa Sandow Wahl, Name, den ich bis jetzt nicht kannte, der ist aber auch, der macht jetzt einen soliden Job, sagen wir es mal so, ist jetzt nichts Herausragendes, macht aber Spaß und passt zur Serie. Ihr hört es wahrscheinlich schon raus, für mich ist der Band so, und es schwankt so zwischen 8 bis 9 von 10. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gute Unterhaltung. Eine sehr, sehr starke Rebirth-Serie. Und wer Bock auf Lanterns-Unterhaltung hat und sich noch nicht sicher war, ob er sich das Green Lanterns oder Hell Jordan und das Lantern-Corps holen soll, in dem Sinne gesagt, habt ihr einfach Bock auf eine Serie, die auf der Erde angesiedelt ist, holt euch Green Lanterns. Wenn ihr Bock habt auf etwas, was ein bisschen größer angesiedelt ist und wo ihr mehr aus dem ganzen Universum erfahrt, wo ihr auch noch die anderen Lantern-Farben kennenlernt und, schaut in die Serie rein. Wobei man sagen muss, dass die Red Lanterns ja tatsächlich in Rebirth ihren ersten Auftritt in der Green Lantern-Serie hat. Deswegen muss ich das wieder ein bisschen dividieren. Da erfährt man auch ein bisschen was von anderen Corps. Trotz dessen fühlt sich das wie das ganz Große an. Also wie das größere Ding unter den Lantern-Serien. Das war's. Wie gesagt, 8 bis 9 von 10 Punkten. Deshalb seid ihr gefragt. Bitte ballert uns zum einen mal rein, wie euch der Band gefallen hat. Und dann würde mich noch ganz dringend interessieren, welche Serie findet ihr besser? Green Lanterns oder Hell John und das Green Lantern-Corps? Lasst einen Daumen oben und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Mädels. Haut da rein.